das Lichtlein soll leuchten. Gerade in diesem Kurs soll eben viel gearbeitet werden. Das heißt, Sie bekommen Fälle, es hat sich vielleicht schon rumgesprochen, es sind 6 Logistikprofessoren, also kriegen Sie auch 6 Fälle. Das heißt, jeder von uns hat einen Fall, das heißt, ich habe einen, Herr Hüter hat einen Fall, Frau Chen, Herr Lavrov, Herr Wiegler und Herr Grascht. Und dann können Sie sich vorstellen, jeder von uns hat ja etwas andere Haltung. Das heißt, jeder hat einen anderen Fall. Und die sind wirklich extrem unterschiedlich. Und Sie müssen alle Fälle bearbeiten. Ja, immer wenn die Leute von I reden, reden sie eigentlich von Vorlesung de facto. Das ist relativ einfach zu machen, Wissen verbreiten. Wenn man dann diskutiert, gerade bei den Geisteswissenschaftlern, wie macht man das denn mit Seminaren, gibt es nichts. Wenn wir es hinkriegen, können wir alle stolz auf sein, kann ich sagen, ich habe eine coole Bande von LED-Studierenden. Wir haben ein ganz neues Lehrformat erfunden. Gegenstand der Projektarbeit war die Transformation von interagierenden Modulen, die in der Regel in Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden, in digitale Veranstaltungen. Das Konzept bezieht sich dabei auf das Modul Fallstudien, Diagnose und Design des Auftraggebers Herr Wölke. Das Modul ist aktuell wie folgt aufgebaut. Zunächst findet eine Kick-Off-Veranstaltung statt. Dort wird Organisatorisches geklärt bzw. das Fach genauer vorgestellt. Anschließend folgt die Behandlung der Fälle. Die gliedert sich auf in die Vorstellung des Falls durch den Dozenten, die Zwischenpräsentation und abgeschlossen mit der Abschlusspräsentation. Die Veranstaltung schließt mit der Abschlussveranstaltung. Hier werden die Prüfungsfälle verteilt. Abschließend möchte ich noch einmal ganz kurz aus der Rolle, die wir im Moment gerade einnehmen, rausschlüpfen und ein kurzes Fazit zum Modul ziehen, weil das jetzt doch eine andere Situation war. Also das Modul war sehr vielseitig. Dadurch, dass jeder Professor einen eigenen Fall vorgestellt hat, wurde auch die Bandbreite der Logistik deutlich und hat auch wahrscheinlich vielen Studenten geholfen, eine Richtung für die Praxisphase zu finden, weil man ja doch unterschiedliche Seiten gesehen hat. Trotz Corona war das Modul jetzt wirklich umsetzbar und lehrreich und hat den Studenten auch gezeigt, dass die Teamarbeit nicht unbedingt die Anwesenheit vor Ort oder zusammen an einem Tisch sitzen erfordert, sondern dass es auch so funktioniert. Ich denke, prinzipiell haben wir das alle zusammen dieses Jahr ganz gut gemeistert. Durch die Pandemie musste die Lehre natürlich schnell umgedacht werden. Auch nach der Pandemie ist es sinnvoll, die digitalen Methoden zu erweitern und die Präsenzlehre digital zu ergänzen. Denn in der Lehre heißt es auch immer stetig, sich weiterzuentwickeln, um in der Zukunft Ausnahmezustände zu meistern. Das habt ihr gut hingekriegt, Leute. Echt großes, großes Lob. Bin ich sehr zufrieden mit. Sehr gut. Danke dafür auch. Du hast das letzte Wort. Ich war sehr gerne dabei. Sie haben gut mitgearbeitet. Es war interessant, Ihre kreativen Lösungen zu sehen. Danke. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.